Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video einführend mit automatisierten Tests beschäftigt und welchen Benefit sie uns bringen können. Wir werden jetzt in diesem Video uns anschauen, wie wir denn tatsächlich automatisierte Tests in Visual Studio erstellen können. Und für .NET im Allgemeinen gibt es eben zurzeit drei große Test-Frameworks oder drei populäre, sage ich jetzt mal. Das ist einerseits eben NUnit, dann haben wir XUnit.NET, was mein absoluter Favorit ist, wobei NUnit im Prinzip die gleiche Funktionalität abdeckt wie XUnit.NET. XUnit.NET macht es meines Erachtens bloß etwas eleganter und hat eben einige Konzepte, die meines Erachtens mit den Patterns für automatisierte Tests besser zusammenpassen. Ist aber auch das Neueste von diesen Frameworks hier. Zu guter Letzt haben wir eben MS-Test und der Vorteil von dieserem ist, das ist natürlich von Microsoft und damit direkt in Visual Studio mitgeliefert und deswegen werden wir uns dieses jetzt hier auch genauer anschauen. Wenn Sie dann selber .NET Code schreiben, beispielsweise in Ihrer Arbeit, dann kann man durchaus sich überlegen, ob man hier nicht XUnit.NET mal sich genauer anschaut. Wir gucken uns jetzt dann aber mal MS-Test an. Ja, ein Testprojekt zu erstellen, das ist sehr einfach in Visual Studio. Wir machen einfach einen Rechtsklick auf die Solution, gehen auf Add und wir sehen hier eben dann, dass wir ein New Project machen, wie gewohnt. Und gehen dann hier eben auf Test und Unit Test Project. Also das Wichtige ist, dass wir hier Test auswählen und hier das Unit Test Project. Genau, dann bekommen wir eben ein neues Projekt, mit dem wir eben unsere Tests gestalten können. Ich nenne das einfach mal Testcode hier. Und warum mache ich das überhaupt? Meines Erachtens sehr wichtig, dass wir hier eben den Produktivcode vom Testcode trennen. Also das ist nicht unmöglich, dass man eben seine Tests, die man hat, auch eigentlich direkt hier in diesem Projekt hier oben unterbringen könnte. Das wäre eigentlich nicht unmöglich. Mein Rat ist allerdings auch, dass man eben Produktivcode und Testcode voneinander trennt. Warum? Der wird eben an den Kunden ausgeliefert. Der hier unten bleibt bei uns. Und wir werden sehen, wenn wir Unit-Tests oder automatisierte Tests im Allgemeinen einsetzen, dann sagen diese eigentlich relativ viel über unser System aus. Das heißt, man kann die Unit-Tests lesen und dann feststellen, okay, diese Klasse soll sich nach der und der Semantik verhalten. Und da ist natürlich auch dann ein gewisses Dokumentations, wie soll ich es denn sagen, also eine Dokumentation kann durchaus auch von automatisierten Tests eben ausgehen und das wäre sozusagen auch ein leichtes dann, dass man sich den Code, den wir hier haben, sozusagen disassembled und dann mal genauer anschaut, was denn da unser Lieferant gemacht hat und die Tests dazu bieten dann eben noch viel bessere Einsicht in den Code, den wir da haben. Also der Punkt ist einfach, Testcode bitte von Produktivcode trennen und dazu macht man sich eben einfach ein zusätzliches Projekt in die Solution. Und dann sehen wir hier auf der linken Seite, wie ist denn so eine Testmethode hier strukturiert. Wir haben hier eben eine Klasse, wie gewohnt. Wir können ja keine Methoden frei machen, wie es in C noch der Fall war. Und wir haben hier einfach zwei Attribute. Einmal das TestClass-Attribute, das eben auf der Klasse gesetzt wird. Und wir haben hier das TestMethod-Attribute, das hier eben auf einer Methode gesetzt wird. Und wir haben dann die Möglichkeit über Test, Windows, Test Explorer, hier nochmal hinschauen, hier in diesem Punkt, oder ich mache nochmal kurz anders, also hier Test, Windows, Test Explorer, etwas besser, dass man hier in dieser Menüstruktur letztendlich diesen Eintrag in Visual Studio findet und der Test Explorer ist dann eben
das Fenster, mit dem wir unsere Tests laufen lassen können. Was wir machen müssen, ist eben einmal hier Run All klicken und dann werden eben automatisch alle Tests, die wir hier haben, gefunden, die in der aktuellen Solution existieren. Wir sehen hier eben die Test Method 1 und bei MS-Test ist es eben so, dass alle Testmethoden sich in einer sogenannten Testklasse befinden müssen. Also im Prinzip wird über diese Attribute, über Reflection eben gesucht vom Testrunner, der im Test Explorer mit integriert ist. Er sagt eben, okay, ich suche mir jetzt erstmal in den Assemblies über Reflection alle Klassen, die mit dem Test-Class-Attribute ausgestattet sind. Und dann hole ich mir alle Methoden in diesen Klassen, die eben diesem Funktionskopf entsprechen, dass ich Void zurückgebe, dass ich nicht statisch bin, dass ich hier keine Parameter entgegennehme und dass ich mit dem Test-Method-Attribute hier gekennzeichnet bin und führe diese eben aus. Wir sehen hier eben schon, unsere eine Testmethode ist jetzt hier geglückt, also die ist durchgelaufen und bekommt ein grünes Häkchen. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Ich habe hier als Beispiel eben eine List of T, die ich selber implementieren möchte. Und ich fange jetzt einfach mal an, dass ich hier sage, ich erstelle mir diese Liste und ich halte mir eben intern, so wie wir das von Übung 5 gewohnt sind, eben ein Array, mit dem ich arbeiten möchte. Und hier initialisiere ich diesen Array eben mit new und ich gebe hier eben eine Capacity an. Und dann baue ich mir noch eben einen parameterlosen Konstruktor und leite einfach an diesen hier die Kapazität, die Standardkapazität beispielsweise von 128 Elementen weiter. Also nichts Besonderes. Ich kann hier natürlich auch noch einen Guard Clause einführen. Und das Wichtige, was man eben bei einer Liste hat, ist beispielsweise eine Add-Methode. Der eben ein neues Element zur Liste hinzugefügt wird. Und ich kann jetzt eben sagen, das war ja die Idee, dass ich hier irgendwie noch eine Eigenschaft Count habe. Die ich aber nur privat setzen kann. Und ich sage ja einfach Array von Count ist gleich eben Item. Dann erhöhe ich den Count. Und vorher muss ich eben noch überprüfen, ob mein Array eben .length, wenn das eben gleich diesem Count ist, dann muss ich den Array vergrößern. Genau, so sieht jetzt eben ungefähr mein Code aus, den ich mir hier anschaue. Das heißt, ich erstelle mir hier einfach einen neuen Array. Das ist eben ein new T of array.length times 2. Oder ich kann sogar eigentlich hier auf count gehen, wenn ich das möchte. Wobei es nicht so. Ich glaube, dieser Ausdruck hier ist besser. Und dann muss ich eben hier sämtliche Elemente aus dem alten Array hier in den neuen Array mit rein kopieren. An der Stelle i ist eben Array an der Stelle i. So, und dann tausche ich im an in dem Anschluss eben einfach diesen Array aus. So war ja die ungefähre Implementierung für die Liste. Und ich kann jetzt eben sagen, anstatt diese Liste tatsächlich irgendwie hier vielleicht in der Main-Methode einzusetzen und hier zu sagen, okay, ich erstelle mir hier eben jetzt mal eine neue Liste. Ist gleich new list of
int beispielsweise und ich sage hier eben add. Und da füge ich mal die 42 hinzu und da debugge ich jetzt mal durch und gucke mir eben an, ob das funktioniert. Okay, gut. Und wenn das vorbei ist, dann gucke ich mir mal die neue Liste an. Okay, dann habe ich intern eben diesen einen Array und da steht tatsächlich an der Stelle 0. Hier sieht man es, die 42. Der Punkt ist eben, wenn ich das wirklich hier einfach so in der Main-Funktion teste, das ist zwar schon mal was, wo ich nicht als Entwickler an ein User-Interface rangehe, um dann zu überprüfen, passt das, was ich gerade programmiert habe oder nicht, aber das ist eben durchaus so, dass dieser Code hier sehr kurzlebig ist. Wenn ich eben jetzt gesehen habe, okay, die Add-Funktion, die funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, wobei ich noch nicht mal alle Testfälle durchgenommen habe. Ich habe hier nämlich einfach bloß diesen Pfad genommen, dass ich, wenn ich hier Add nehme, dann gehen wir nicht in Enlarge Array. Und wir haben hier eben dann den Fall, dass wir hier Array einfach bloß dieses Item zugewiesen haben und Count erhöht haben. So, und wenn ich das eben einmal überprüft habe, dann tendiere ich dazu, wenn ich das hier einfach mal in der Main-Methode mache und das durchdebugge, dass ich irgendwann sage, okay, Blödsinn, jetzt erstelle ich mir eben eine neue Liste und möchte was Neues überprüfen und sage jetzt eben add 42 und dann sage ich neue Liste.remove. Die Methode haben wir noch nicht implementiert. Und man sieht eben, dass ich, wenn ich hier einfach bloß in der Main-Funktion arbeite, dass das nicht den Workflow unterstützt, dass ich eben mehrere Testmethoden habe, die ich hier einfach nutzen kann. Also das ist ganz typisch, wenn man noch nicht mit automatisierten Tests arbeitet, dass man sich irgendwo in einem Konsolenprojekt zwar ein bisschen Testcode vielleicht schreibt, anstatt direkt gegen ein User-Interface über Klicks sozusagen zum entsprechenden Zustand zu kommen. Aber im Üblichen, das war bei mir eben der Fall, ist dieser Code sehr kurzlebig. Das heißt, ich überprüfe ihn einmal und wenn ich gesehen habe, okay, funktioniert, dann lösche ich ihn und schreibe hier meinen nächsten Code hin, mit dem ich eben das nächste überprüfen will. Und genau das ist eben nicht regressiv. Das heißt, ich kann bestehende Funktionalität nicht einfach nochmal überprüfen. Ja? Also ob Add richtig funktioniert und so weiter. Und deswegen gehen wir jetzt eben hier mal tatsächlich in unsere Testklasse und wir überprüfen jetzt einmal, ob dieses Add funktioniert hat nach unseren Methoden. Und wenn wir eben solche Tests schreiben, dann sollte man hier einfach nach dem Act, Arrange ist die erste Phase, Arrange, Act, Cert, Pattern vorgehen. Das ist eben drei A's und diese drei A's sagen letztendlich nichts anderes aus, als dass ich hier eben das Objekt, was ich testen möchte, erstellen will. Und dazu muss ich natürlich erstmal eine Referenz auf meinen Produktivcode hier setzen. Also das Testcode-Projekt muss das Produktivcode-Projekt referenzieren, damit ich eben die Klassen, die hier oben definiert sind, hier unten einsetzen kann. Und hier habe ich jetzt eben das sogenannte Test-Target, nenne ich es immer. Manche nennen das auch SUT für System Under Test. Ich mag den Namen nicht so, da gehe ich tatsächlich mal weg vom Standard. Aber SAT wird tatsächlich viel häufiger verwendet bei anderen Programmierern als Test-Target, bei mir eigentlich bloß. Aber ich mag den Namen so sehr. Und ich erstelle mir hier eben eine neue Liste, beispielsweise an Int-Werten. Und hier möchte ich jetzt eben überprüfen, dass ich hier eine Zahl hinzufügen kann. Und dann gehe ich eben jetzt beispielsweise in der Assert-Phase davon aus, dass sich der Count um 1 erhöht hat. Das heißt, es gibt bei allen Test-Frameworks die statische Klasse Assert und hier sind sehr viele Methoden drauf definiert, die man eben nutzen kann, um eben hier bestimmte Dinge auszuführen, also zu überprüfen eigentlich.
Und ich möchte hier jetzt eben mit rEqual überprüfen, ob der Count für TestTarget jetzt 1 ist. Vorher sollte er eben 0 sein und jetzt soll er 1 sein. Und wir können jetzt hier eben unseren Test ausführen und sehen, der funktioniert. Wichtig ist auch, lassen Sie Ihren Testcode einmal fehlen, damit Sie sehen, dass er auch funktioniert. Also ich könnte hier jetzt einfach, indem ich diese Sache hier auskommentiere, sicher gehen, dass mein Test auch tatsächlich das überprüft, was es soll. Und hier sehen wir unten eben in diesem Fenster, dass wir hier eben Test Method 1 haben und hier sehen wir eben, dass wir 1 erwartet haben, aber tatsächlich ist es 0. Und wenn ich das hier eben wiederum auskommentiere und nochmal den Test ausführen lasse, dann sehen wir, dass er jetzt wieder funktioniert. Damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Hier steht jetzt noch Test Method 1 und das ist meines Erachtens total ein Fehler. Was hier stehen muss, ist eigentlich List increments count when item is added. Das heißt, wir benennen diese Funktion so, wie eben das, was hier eigentlich überprüft wird, aussehen soll. Das heißt, ich erstelle mir hier ja eine neue Liste und füge ein Element hinzu und sage dann eben, dass der Count sich um 1 erhöht hat. Also wenn ich hier noch expressiver sein möchte, dann sage ich eigentlich beginCount, sage einfach testTarget.count und sage hier dann eben beginCount plus plus. Also das ist natürlich bitte plus plus beginCount. Ja, der soll sich eben um 1 erhöhen. Oder wenn man es wirklich noch expressiver machen will. Ja, und wenn wir jetzt hier unseren Test ausführen, dann sehen wir tatsächlich, dass wir hier eben jetzt tatsächlich bei dieser Sache hier sehen können, okay, wir haben hier eben versucht, ein Item zu hinzuzufügen und der Count soll sich dabei erhöhen. Das ist die übliche Sache, wie man eben nach diesem Arrange Act Assert Pattern vorgeht. Ja, und dann kann ich natürlich auch im nächsten Testfall überprüfen, dass wir hier List contains item when item is added. Das heißt, auch hier mache ich mir wieder diese Arrange Act Assert Phase und erstelle hier eben wieder eine neue Liste, beispielsweise für String. Und jetzt möchte ich eben hier wiederum testTarget.add irgendwas hinzufügen. Und ich sage hier assert is true, dass eben testTarget sequence equal, das ist eine Link-Methode mit eben einem Integer. Also Entschuldigung, dass ich hier ein String Array habe. So möchte ich es eigentlich haben. Können wir so machen. In dem eben Hello World steht. Nicht verschreiben. Okay, warum geht das jetzt noch nicht? Natürlich muss ich hier erstmal den LinkName-Space einbinden. Und selbst dann geht es noch nicht. Warum? Weil unsere TestTarget eben noch nicht hier iListOfT implementiert. Oder iEnumerableOfT. Sondern was wir hier jetzt eben machen müssen ist,
Wir erstellen hier einen neuen Array Enumerator of T und geben ihm eben unseren internen Array mit und die Anzahl an Elementen, die er ausgeben soll. Das war nicht das, was ich wollte. Ich möchte natürlich noch new, damit ich jetzt hier tatsächlich eine neue Klasse erstellen kann. Wir überprüfen hier natürlich noch auf Null und ob Count eben in dem entsprechenden Bereich ist. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich auch Tests für Array Enumerator schreiben. Und was wir hier natürlich haben wollen, ist, dass wir IEnumerator of T implementieren. Pose brauchen wir nicht. Natürlich können wir auch gleich nach unten schreiben. So, und wir haben hier eben das Current Item und wir brauchen auch einen Current Index. Den initialisieren wir mal auf minus 1, denn wir haben ja gelernt, dass beim ersten Move Next Aufruf eben hier eigentlich bloß der Current Index erhöht wird. Und wir sagen dann einfach, das Current Item ist hier eben Array von der Stelle Current Index. Und geben hier dann true zurück. Und vorher müssen wir eben überprüfen, if current index plus 1 größer gleich count ist, den wir hier bekommen haben, dann müssen wir eben hier return false machen. Und wir müssen hier eben noch das current item auf Default von T setzen. So, beim Reset machen wir nichts anderes, als dass wir eben Current Index auf minus 1 wiederum setzen und Current Item eben auf Default von T. Und damit sollte unsere Implementierung hier eigentlich auch schon fertig sein. Und unser Array Enumerator, den können wir jetzt eben mit unserer neuen Liste hier einsetzen. Na komm, das war so. Das ist besser. Okay, und dadurch können wir jetzt natürlich hier diese Link Sequence Equal Methode einsetzen, die wir hier finden. Und einfach überprüfen, ob sich tatsächlich hier in diesem Test-Target jetzt eben das Hello World-Item befindet. Und dazu überprüfe ich einfach, ob die Collection eben genau ein Item enthält, wie diese Array hier. Und auch dann kann ich hier eben wieder diesen Code ausführen und wir sehen, er funktioniert. Und auch hier sollte ich eben nochmal kurz überprüfen, funktioniert das, was ich hier wirklich mache. Das heißt, ich kommentiere mal diese Sache hier aus und laufe nochmal durch und wir sehen, unser Test schlägt jetzt hier eben fehl und dadurch können wir eben jetzt genau rausfinden, dass wenn wir hier diesen Fehler sehen, dass die Liste eben nicht das Item enthält, was wir hier erwarten. Und so baut man sich eben schrittweise seinen Testcode auf. Wichtig ist meines Erachtens folgende Punkte, die Sie beachten müssen. Wir haben hier eben dieses assert
are equal und hier dieses assert is true. Achten Sie in Ihren Tests darauf, dass Sie nur ein Assert-Statement haben. Warum? Das liegt ganz einfach an dem Punkt, dass eine Testmethode genau dann fehlschlägt, wenn in ihr eine Exception geworfen wird. Also ich schmeiße jetzt einfach mal so eine Exception. Und wir sehen hier, diese Testmethode, die ich gerade geschrieben habe, die schlägt fehl. Und wenn ich diese Exception rausnehme, dann wird sie eben als grün markiert, als erfolgreich markiert. Es ist auch der Punkt eben, sobald innerhalb einer Testmethode eine Exception fliegt, genau dann gilt ein Test als fehlgeschlagen. Und nichts anderes machen eben diese Funktionsaufrufe mit are equal und is true. Diese sorgen letztendlich dafür, dass wir hier eben eine Exception bekommen, wenn eben dieser boolsche Ausdruck hier nicht wahr wird oder wenn eben diese beiden Werte hier nicht gleich sind. Genau dann finden wir uns eben in der Situation wieder, dass wir von assert are equal oder den anderen assert-Methoden, die auf dieser Klasse definiert sind, eine Exception bekommen. So, und jetzt ist natürlich es grundsätzlich möglich, dass Sie diese Testmethoden so lang wie möglich machen. Also die müssen auf keinen Fall 4 Zeilen lang sein, die können auch 100 Zeilen lang sein. Und sie können auch, das wird wahrscheinlich mit eine Folge dann ihres Handelns sein, mehrere Assert-Statements in einer Testmethode haben. Das Problem ist halt natürlich, wenn ich hier noch irgendwie so ein anderes Assert-Statement habe, was weiß ich, hier ist true, ich gebe hier einfach bloß mal true ein, irgendwas anderes. Also ich möchte jetzt hier sozusagen mehrere Sachen testen oder vielleicht noch eine bessere Sache. Ich habe hier eben eigentlich in diesen beiden Fällen jeweils das gleiche gemacht. Das heißt, ich könnte jetzt mal versuchen, dass ich einfach das mit hier hochkopiere. Und ich sage hier eben, dass hier die 42 genutzt werden soll. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Methode, die mehrere Assert-Statements enthält. Und nehmen wir mal jetzt an, ich habe hier meinen Code noch ganz furchtbar geschrieben, der macht noch überhaupt nicht das, was er soll. Dann funktioniert eben diese eine Methode nicht, also diese hier unten, und dann sage ich, okay, gut, dann mache ich hier eben diese Sache wieder richtig. Und dann schlägt meine Methode eben immer noch fehl, weil ich die andere Funktionalität noch nicht geändert habe. Ja? Das ist eben der Sinn von nur einem Assert-Statement hier in einer Testmethode. Wenn das hier vorne nämlich fehlschlägt, dann wird hier eine Exception geworfen bei diesem R-Equal-Aufruf. Und diese Überprüfung hier unten wird überhaupt nicht gemacht. Das heißt, bloß weil Sie eben glauben, okay, ich habe jetzt hier eben diesen Fehler behoben, heißt es noch lange nicht, dass Ihre Testmethode dann funktioniert. Obwohl man eigentlich diesen Test hier unten oder diese beiden Tests zusammenführen kann. Ja, und meines Erachtens ist es dann eben wichtig, dass man eben genau eine Sache in einer Testmethode testet und die Testmethode soll eben genau in ihrem Namen stehen haben, was in ihr passiert. Was man dann bekommt, ist nämlich eine sehr gute Defect Localization. Das heißt, wenn ich dann mehrere Tests habe, und ich habe das ja schon mal für Übung 5 gezeigt, da habe ich ja die List of T nach genau diesem Muster entwickelt. Hier habe ich eben 33 Tests und die kann ich immer wieder ausführen. Ich habe hier eben die Liste als Test-Target bezeichnet, wenn wir uns das mal hier etwas genauer anschauen. Dann sieht man eben, aber trotzdem, hier sieht man, Test-Target must contain item when item is added. Test-Target must copy element to target array correctly. Test-Target must have count 0 when cleared. Test-Target must have no items when cleared. Test-Target must increment count when item is added und so weiter. Und man kann dann eben, also das sind jetzt wirklich Unit-Tests auf dieser Ebene, die wirklich bloß List of T testen. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, es kommt ein neuer Mitarbeiter und der arbeitet sich in unser Programm ein.
Und der schreibt hier ein bisschen was um und sagt hier eben, dass er hier, was weiß ich, wo könnte man denn was ändern, was sofort zum Fehler führt. Wo haben wir das denn? Genau, dass wir hier einfach mal i-2 schreiben statt i-1. Und wenn wir jetzt unsere Tests eben laufen lassen, dann sollte ich sofort sehen, dass hier Test Target must insert item at correct position when index is correct. Ich sehe hier also sofort an dieser Testmethode dann, dass dieser Test fehlschlägt. Dann gucke ich mir mal an, was ich hier mache. Okay, ich erstelle mir hier diese Sachen und rufe hier insert auf. Und dann möchte ich eben, dass die Sequenz genau nach diesem Item ist. Und dann kann ich mir hier unten nochmal ansehen, was ist denn hier eigentlich fehlgeschlagen genau. Und hier kann man dann eben sofort in die Insert-Methode gehen. Man weiß sofort, wo der Fehler passiert ist. Visual Studio zeigt es hier sogar noch an. Und dann schaut man sich diesen Code an. Wenn man eben nach den anderen Designprinzipien und Design-Patterns programmiert hat, ist diese Methode hoffentlich sehr kurz und sorgt eben dafür, dass wir nicht viel Code anschauen müssen. Und dann sehe ich eben sofort, okay, hier ist ein Fehler. Das muss ich ausbessern. Ich lasse wieder alle meine Tests laufen und sehe sofort, dass mein System funktioniert. Und das ist eben der Grundgedanke von diesen automatisierten Tests. Hier eben Unit-Tests. Wenn Sie sich anschauen möchten, wie ich diese 33 Tests hier für die List-Klasse entwickelt habe, dann können Sie sich eben das Lösungsvideo zur Übung 5 Aufgabe 2 anschauen. Aber prinzipiell sollten Sie jetzt eben verstanden haben, dass Tests, die wir hier haben, eben einfach in Testklassen bei MS-Test stecken, die wiederum Methoden enthalten, die mit dem Test-Method-Attribute gekennzeichnet sind, wo eben nichts zurückgegeben wird, die sind nicht statisch und die nehmen auch keine Parameter entgegen. Und idealerweise führen sie eben alle ihre Tests, das kann ich vielleicht auch nochmal hier zeigen, nach dem Arrange-Act-Assert-Pattern aus. Wir haben hier eben das nochmal grob angezeichnet, aber Sie sehen hier eben, dass wir hier wirklich bloß sehr, sehr knappe Tests haben, die eben jeweils einen Aspekt der Klasse, ein Verhalten der Klasse testen. Und wichtig auch, testen Sie nur die Public API Ihrer Klasse, gehen Sie niemals auf private Member runter, testen Sie niemals einzelne Funktionen, testen Sie einfach, wie Ihre Klasse sich verhalten soll, wenn sie in einer bestimmten Situation steckt. Und durch diese automatisierten Tests ist es natürlich auch viel einfacher, vielleicht mal in Spezialfälle reinzugehen, die eben auftreten können, wenn wir hier eben andere Punkte oder eben, was weiß ich, wenn wir mit Zeit arbeiten oder mit Zufallszahlen. Das werden wir uns auch nochmal im nächsten Video anschauen, wie wir dann mit Test-Doubles eben vorgehen können, um diesen Code für unsere Tests deterministisch zu machen. Aber prinzipiell sollten Sie eben viele kleine Methoden haben, genauso wie Sie viele kleine Klassen haben sollten, nach dem SRP-Principle. Und dadurch erreichen Sie eben eine gute Defect-Localization, wenn Sie hier die Namen für Ihre Testmethoden ordentlich schreiben. Wie man hier sieht. Also es sind 33 kleine Tests, die eben sehr viele Pfade abdecken. Das können wir ja übrigens auch, das werde ich noch kurz in diesem Video zeigen. Man kann jetzt eben überprüfen, welche Testabdeckung wir denn überhaupt haben, indem man hier einfach bei Run Analyze Code Coverage for All Tests macht. Dann wird eben hier dieser Block erstellt und wir können uns dann eben hier tatsächlich runterdrillen in die List of T Klasse und wir sehen hier eben, mit meinen Tests habe ich 61
99,9% von meiner Klasse List of T abgedeckt. Wenn ich hier nochmal hinzoome, sieht man hier eben List of T. Wir haben hier eben dieses Verhältnis und dann können wir uns auch, wenn wir hier diesen Button oben drücken, tatsächlich im Source Code anzeigen lassen. Wenn wir jetzt auf List of T gehen, durch welche Fälle wir eben durchgegangen sind, um hier zu testen, was funktioniert und was nicht. Was ich hier eben noch nicht gemacht habe, ist beispielsweise, dass wir mal Exchange Array tatsächlich in einem Testfile durchlaufen sind oder dieses iList.remove, wobei das jetzt auch nicht so schwierig ist. Das sind eben die iList-Implementierungen, die mit reingekommen sind. Oder dieses CopyTo von iCollection. Genau. Aber man sieht hier eben dann tatsächlich visualisiert, welche Pfade für unsere Methoden in unserem Test-Target eben durchlaufen wurden und welche nicht. Ja? Und das ist eigentlich ein super Hinweis, damit man eben sieht, kann ich jetzt eben hier oder welchen Test kann ich als nächstes schreiben, ist eigentlich die richtige Frage. Und das kann ich eben rausfinden, indem ich mir hier einfach mal die rot markierten Stellen in meiner Klasse anschaue und sehe, welche Tests existieren denn noch nicht oder über welche Pfade bin ich mit meinen Tests noch nicht durch meine Klasse gegangen. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen Einblick bekommen in Unit-Testing und automatisiertes Testen allgemein. Und der große Nachteil von automatisierten Tests ist natürlich, dass Sie hier natürlich auch Zeit verwenden müssen, um diese Tests zu schreiben. Also geschenkt bekommen Sie sie nicht. Und das Problem ist natürlich auch hier kann man Schindluder betreiben, man kann lange Testmethoden schreiben, man kann Testmethoden schreiben, die sehr häufig das Gleiche machen, wie es eigentlich hier der Fall ist. Also hier dann sozusagen mal einen anderen Konstruktor in allen Testmethoden aufzurufen, ist nicht so einfach. Auch dafür gibt es eben wiederum verschiedene Patterns, die speziell für Tests eben entworfen wurden, damit man guten Testcode schreibt. Darauf werde ich aber in dieser Vorlesung nicht eingehen. Das können Sie dann im Selbststudium nach dieser Vorlesung selber machen. Das würde ich Ihnen auch ans Herz legen, dass Sie das sich mal anschauen, wie man eben effektiv Tests schreibt. Prinzipiell sollten Sie aber mit der Einstellung rangehen, mein Testcode ist genauso wichtig wie mein Produktionscode, auch wenn ich bloß für letzteren Geld bekomme. Aber wenn ich guten, ausdrucksstarken, flexiblen Testcode habe, kann ich eben auch wiederum schnell auf Änderungen reagieren und ich muss diese Änderungen eben nicht über den Debugger testen, was sehr viel Zeit kostet und auch gerade wenn man eine gute Testabdeckung hat, kann man viel leichter Bugs finden, die vielleicht durch bestimmte Umstände in den Code Einzug genommen haben. Und damit bin ich eben auch am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!